Das war natürlich für uns elementar wichtig. Ne? Wir haben zwar letzte Woche schon mal zugelegt, bei 2-1 gegen HR gewonnen. Jetzt wollten wir natürlich nachlegen, weil die anderen Mannschaften ja auch nicht gerade für uns spielen. Deswegen war das natürlich auch wieder ein Endspiel für uns. Ne? Heute Morgen HR gewonnen und dann, wir wussten natürlich, dass dieses Ergebnis von heute Morgen für uns ganz gut ist. Da musste Tescher natürlich auch ein bisschen rauskommen aus dem Quark. Und insofern, wie das natürlich gelaufen ist jetzt, das sind wir natürlich überglücklich. Also mit dem Spiel heute hätten wir im Prinzip den Klassenerhalt schaffen können, als solches rechnerisch gesehen. Eil steht jetzt vor uns und ist natürlich bitter, klar, weil wir haben es in eigener Hand gehabt und wir hätten heute hier niemals verlieren dürfen und auch nicht so die Art und Weise, wie wir verloren haben, wie wir uns präsentiert haben. Ja, unbeschreibliches Gefühl, da waren echt viele Emotionen. Auch erste Halbzeit hat man noch gesehen, dass da ein paar Nicklichkeiten, auch vom Gegner. Kann alles passieren, finde ich. Und deswegen umso schöner war es, dass ich das Tor gemacht habe und das Spiel so entschieden habe. Wir haben ab der 35. glaube ich, in Überzahl gespielt. Wir haben das nicht ausnutzen können, weil wir einfach nicht clever genug waren. Wir haben uns, im Prinzip in Ballbesitz haben wir immer lange Bälle gespielt, wo ich gesagt habe, warum, brauchen wir nicht, lass uns das ausspielen, Gegner zurechtdrücken und dann stecken wir den Ball mal durch und versuchen dann die Abschlüsse. Aber wir haben einfach nicht clever genug gespielt und dementsprechend 2 kapitale Fehler gemacht, 2 Buden kassiert und dann ist es natürlich schwer gegen so eine Mannschaft, die natürlich dann hinten sehr, sehr defensiv steht. Sehr, sehr wichtig. Letztes Spiel haben wir schon gegen HR den ersten Grundstein eigentlich praktisch gelegt. Jetzt nochmal nachgelegt. Wenn wir gegen Wedel auch nochmal was holen, vielleicht einen Punkt, dann bin ich guter Dinge.